machen kann. Aber ansonsten, ich sag mal so, auch selbstgemacht von Millie. Das süße kleine Wattzapf. Von daher. Also wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, ich würde mir keine Teufelsfrüchte für die Bande von Ruffy wünschen. Die sind, ja, die sind so schon eigentlich cool genug. Die brauchen eigentlich keine Teufelsfrüchte. Ah, man kann also, wenn man so ein bisschen durchschaltet, sehen, wie gut man beim letzten Mal war. Wow, habe ich eine Menge Schaden bekommen. Wo habe ich denn verdammt viel? Alter, 8600. 8300. Wenn ich so schaue, S, S, S. Also, wo haben wir bei der Zeitball nicht S? Jetzt abgesehen von den ersten. Ich habe jede Hauptmission auf Anhieb auf S geschafft. Zumindest von den späteren. Wow. Wow. Wie man spenden kann unter dem Stream, also ganz weit unten da, gibt es einen GoFundMe-Link. Da kann man, ich glaube, über PayPal spenden ist das. Macht es nur, wenn ihr es wollt, wenn ihr das Geld aus habt. Ich möchte euch nicht in die Armut treiben, wie Markus das so gerne sagt. Wenn ihr glaubt, ihr wollt es tun, dann tut es. Wie gesagt, der Grabber, mit dem das gerade hier alles läuft und, ich halte es mal hoch, dieses Mikro ist auch durch Streamspenden entstanden. Dadurch konnte ich die Qualität meiner Let's Plays und meiner Streams doch um ein gutes Stück erhöhen. Einfach mal im Vergleich zu denen, die auch die Folgen von früher kennen und auch das Headset von früher. Würdet ihr sagen, die Grafikqualität und die Soundqualität ist besser geworden? Also ich finde schon auf jeden Fall. Es ist auch viel angenehmer. Es sieht auch cool aus hier. So, hier, Mikro. Ich finde, das sieht schöner aus. Von daher. Und der Grabber, der ist auch echt einsame Spitze. Wenn ich noch bedenke, mein alter Grabber, der hatte hier und da mal ein paar Standbilder. Das hat da wieder so ein bisschen was kaputt gemacht. Und ich glaube, der Live Gamer Portable, den ich jetzt habe, hatte vielleicht mal einen Standbild über die ganze Zeit, wo ich den jetzt habe. Oder zwei? Ich habe keine Ahnung. Der alte hatte ein, zwei pro Folge. Von daher. Man sieht, das Geld ist irgendwo hingegangen. Und zwar auch für euch, nicht nur für mich. Von daher. Robin mit Haki lese ich da gerade oben, das wäre auch ziemlich hart. Wem ich in der Bande wirklich noch Haki zutrauen würde, also Robin würde ich doch schon Haki irgendwo zutrauen. Ist ja an sich noch, ist ja an sich kopfgeldmäßig gesehen ja die viertstärkste, ne? Ich glaube echt, Robin würde sogar am ehesten noch Haki bekommen. Ne, Markus hat antwortet immer noch nicht. Sag mal so, ich glaube, mein Internet ist gerade nicht weg, sonst würde dieser Stream nicht laufen. Also muss wohl Markus' Internet weg sein. Ich habe da mal angeschrieben. Mal gucken, ob da was kommt. Kira hat hier den Stecker gezogen. Er wird als offline, also mir wird er als online angezeigt, komischerweise. Ja, vielleicht, wenn Kira auch weg ist, haben die wohl beide kurz mal Internet weg. Ja, wir warten jetzt einfach auch, bis Markus wiederkommt. Dann geht die Pause halt ein bisschen länger. Das hat doch alles Markus nur gemacht, um die Pause in die Länge zu ziehen. Das wusste er von Anfang an. Ach ja, der olle Markus.
Wie viel schauen eigentlich gerade zu? Das habe ich gar nicht gefragt zwischendurch. Oder wie viel haben auch zwischendurch zugeschaut? Um die Uhrzeit noch. 222, okay, das ist gerade ein bisschen... Achso, maximal waren es vorher so viele. Über 200 sogar. Cool. Auf welcher Konsole ich das gerade spiele? PlayStation 3. Was für ein Haki ich in echt hätte. Gute Frage. Ich wüsste nicht, was ich mit dem Königshaki oder Herrscherhaki machen sollte. Ich irgendwie andere Leute umhauen, was bringt mir das? Andere Leute durchschauen oder Gedanken teilweise lesen. Ich weiß nicht, so im allgemeinen Leben ist irgendwie Haki jetzt nicht gerade so nützlich, würde ich sagen, ne? Was zum Teufel? Mein lieber Zeros CG, mal wieder eine kleine Spende für deine Bühne und deine tollen Let's Plays. Alter, vielen Dank. Ich glaube, du hast mir schon mehrmals solche kleinen Summen gegeben. Vielen Dank dafür. Wow. Da fehlen einem echt manchmal die Worte noch. Wow. Ich sage jetzt nichts, aber für alle, die neugierig sind, die können einfach mal selbst gucken. Das ist, glaube ich, alles öffentlich dort. Und nein, das müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt gleich in den Chat schreiben. Wer es wissen will, schaut sich's einfach an für alle anderen. Ja. Aber trotzdem. Vielen Dank. Also gut, also Markus scheint jetzt auch wohl eine Weile weg zu sein. Machen wir schon einfach ohne ihn weiter. So ein bisschen. Ich denke mal, er wird wohl zwischendurch wieder reinkommen. Dann können wir ja schon mal hier so ein kleines bisschen weitermachen. Ich habe auf jeden Fall noch hier sein Fenster offen. Wenn er anruft, sehe ich es direkt. Wir wollen auch ein bisschen was machen. Nein, Firefox, ich möchte dich jetzt gerade nicht aktualisieren. Ach. So. Dann wollen wir mal. Dann dürft ihr heute mal auswählen, welchen Freund wir mitnehmen. Mal schauen, der Schwächste. Okay, Bear Hancock oder Buggy? Ein Strohhut. Das wäre was. Den müsste ich mir auch noch aufsetzen. Die Frage ist nur, ob er hier drüber passen würde. Hancock. Bear. Buggy, Hancock. Gut, Hancock. Wir nehmen Hancock. Die hatten wir vor allem heute noch gar nicht. Fällt mir gerade so auf. So, ich muss mal nebenbei gucken. Für die Geheimnismünzen 1000 K.O.s. Jo. Öffne die Tore der feindlichen Basis. Jo. Okay, also Standard. Zeugs. Und so. Da ist der Markus wieder. Oh, Moment. Dann. Kurz mal Pause. Dann schaue ich mal, ob er gerade anruft. Oder ich rufe ihn einfach an. Da ist der Markus wieder zurück. Oh. Hallo! Da hat sich wohl mein Internet verabschiedet. Ja. Und du bist gerade rechtzeitig gekommen. Ich wollte gerade. Hab gerade sogar wieder angefangen. Dachte mir, komm, du wirst schon in der Zeit kommen. Und ich bin jetzt gerade in der Mission drin. Oh, sehr schön.
Ich habe nebenbei gerade eben eine kleine Spende bekommen wieder. Oh, schön. Mhm. Das ist schön. Willst du kurz mal reinschauen? Ich möchte gerne deine Reaktion hören. Du sagst zwar nicht die Menge, sagt zwar nicht die Summe, aber ich möchte einfach nur deine Reaktion hören. Schön! Sehr gut. Krass, okay. Auf jeden Fall sehr großes Dankeschön dafür. So. Lasst mich in. Ach nee, Moment, das ist ja eh hier ganz schwache Gegner. Aber trotzdem, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, ne? Bumm. So. Ice Age. Passt super. Was muss ich eigentlich hier gerade machen? Ach, ich soll Whitebeard erreichen. Und solange soll ich Ruffy beschützen. Oh, okay. Wo ist denn Ruffy? 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 Ach, da oben. Vielleicht. Hier ist Frankie. Wer ist denn da oben? Ganz alleine. Wie bitte? Ach, Ruffy ist da ganz oben alleine. Der haut hier gerade eine Torwache um. Was denn? Oh, wenn es nicht mehr ist. Wundert mich, dass Ruffy so lange dafür braucht. Ah, da ist Whitebeard. Ach, das ist die Mission, wo ich gegen Whitebeard kämpfe. Stimmt. Oder nicht gegen Whitebeard, aber gegen Whitebeards Bande. So ein bisschen. Damit ich den beweise, dass wir mit denen mithalten können und so. Also auch gegen Marco, gegen Ace. Jo, Marco hau ich gerade aufs Maul. Marco habe ich gerade aufs Maul gehauen. Du machst viel zu viel Schaden. Ja. Ach komm, das ist eine Level 14 Mission. So, wir haben jetzt ein bisschen. Wir haben heute nebenbei Hancock als Partner dabei. Weil die Leute unbedingt Hancock sehen wollten. Mission, schalte Marco aus. Fertig. Was? Ich bekomme Spenden ohne Ende. Ja. Kam mir gerade noch eine. Ja. Willst du sie vorlesen? Nur die Nachricht oder? Nur die Nachricht, ja. Mit Namen? Nur den Vornamen dann auch, oder? Okay, Dankeschön an Mark. Solange wie du mich bisher unterhalten hast, ist das eine kleine Spende wert. Vielen Dank, Mark. Denn? Oh, Marco ist wieder aufgetaucht. Nebenbei, hier müssen wir jetzt auch wieder die kompletten Missionen machen, sprich auch für 1000 K.O.s die Münze und so und bloß keinen entkommen lassen und so. Ja, stimmt. Mhm. Es ist wieder ein bisschen länger jetzt vor allem halt, aber mal schauen. Oh. Da ein paar Gebiete brennen so ein bisschen. Aber gut, das heißt, Ace ist wohl in der Nähe. Markus ist auch wieder aufgetaucht. Das habe ich übrigens auch verstanden, als du es gesagt hast. Ich habe Marco gesagt, nicht Markus. Ich habe auch wieder so, wo bin ich wieder aufgetaucht? Ich weiß es nicht. Es wäre mir neu, dass du eine Phönixfrucht plötzlich hättest. Also mir nicht. Oh, ich kann auch wieder einen Eisstern machen. Zweimal. Ja, aber ich glaube, einer sollte reichen. Territorium eingenommen. Da vorne können wir noch was mitnehmen. Ace Feuerwand versperrt den Weg. Na gut, dann würde ich ein anderes Gebiet einnehmen. Achso, wir müssen Ace besiegen, um weiterzukommen auch. So, gut, dann laufe ich einen kleinen Umweg. Nehme erstmal das. Danke, Frankie, dass du so gut mithilfst. Gut bewachst du dieses Gebiet. Du siehst vielleicht, Frankie steht einfach nur rum. Ja. Guckt sich die Sterne an. Ja, bewacht. Ja. Gut. Nebenbei die Sterne, ja. Man kann theoretisch auch. Die Sterne wären theoretisch auch bei Tag sichtbar, wäre es nicht so hell. Ja. Ist ja nicht so, als würden die Sterne irgendwie über Nacht.
nur über Nacht da sein und dann irgendwie tagsüber verschwinden. Das ist ja an sich nur eine Reflexion des Sonnenlichts an dem dementsprechenden Planeten. Deswegen kann es sein, dass viele Sterne es überhaupt nicht mehr gibt, obwohl wir sie noch sehen. Ja, weil ja einfach mal, ja, ich sag mal, es ist noch nicht bei uns angekommen, dass sie es nicht mehr gibt. Genau, das Licht, was reflektiert worden ist, was sozusagen der Stern für uns ist, ist noch nicht auf der Erde angekommen. Dementsprechend kann es leicht sein, dass es manche Sterne, die wir noch als Sterne sehen, längst ein Schatz ist aufgetaucht. Ah, okay. Ich hab's gerade gesehen. Dann holen wir uns mal schnell den Schatz. Oh, Vista geht auf verbündete Basis. Dann kloppe ich halt doch erst Ace um und hol mir dann den Schatz. Damit wenigstens Ace auch mal aus dem Weg ist und nicht runterlaufen kann. Nebenbei, hast du schon mal einen richtig, richtig geilen Sternenhimmel gesehen? Also sprich jetzt nicht gerade in der Stadt, weil da ist ja der Sternenhimmel öfters, oft mal ja durch Lichtverschmutzung ja nicht so richtig sichtbar. Seh den Sternenhimmel. Ah, verdammt, ich kann gerade nichts machen. Ja, habe ich schon des Öfteren. Weil ich habe, glaube ich, bisher noch nie so einen richtig geilen Sternenhimmel. Ja, du bist ja auch ein Großstadtkind. Ja, leider. Ja, weil ich glaube, das habe ich mal bei in einem von meinen letzten Parts von Tales of Xillia mal angesprochen. Weil da hat man sehr schön Himmel gesehen. Und das ist mir dann dabei mal eingefallen, so spontan. So, hier sind wir fertig. Die Feuerbarrieren dürften weg sein. Dann hole ich mir jetzt mal eben schnell meinen Schatz. Der ist nämlich in dem einen Gebiet dort unten. Und wir nehmen bei auch die K.O.s für den S-Rang. So, da. Was muss ich jetzt eigentlich noch machen? Ach ja, stimmt. Ich muss ja Vista noch aufhalten. Was? Wen musst du aufhalten? Vista. Ah, okay. Der eine Typ da von Dingensbande, Whitebeardsbande. Wo ist der eigentlich? Nebenbei sollte jetzt auch gleich der zweite Schatz auftauchen. Ja, ich sehe schon. Ding jetzt hier sind Schwierigkeiten der Brook. Oh, ich hatte gar nicht den zweiten voll. Na gut. Passt schon. Vista, 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 da. So, 1, 2, 3, 4. Ein Schatz ist aufgetaucht. Genau in der Mitte. Okay, gut zu merken. Was kann eigentlich Vista? Gute Frage. Ich glaube, den kann man auch nur als Freund mitnehmen. Oh, okay. Ich weiß nicht genau, was er kann. Ich habe den noch nicht. Ich glaube, sein Lock ist einer von denen, die mir noch fehlen. Also die jetzt neu dazugekommen sind quasi. Ice Age! So. Na gut, dann füllen wir hier noch schnell auf. Alles wieder komplett voll. Lassen die Gegner mal eben hier stehen. Und gehen jetzt Richtung Mitte, um die Quest mal so langsam zu beenden. Ne, wobei, nee, ich muss nicht in die Mitte, ich muss dann nach ganz rechts außen. Rechts unten. Ach, jetzt kämpft Frankie mal so ein kleines bisschen. Hat er wenigstens mal was zu tun. Geheimmünze. Da. Genau, was ich gerade lese, das ist genau der Himmel in Fenmont. Der sieht echt sehr schön aus. Willst du noch irgendwas vorlesen aus den Kommentaren? Ich schau gerade. Ja, Ursus-Schock heißt ja eigentlich übersetzt auch nichts anderes als Bärenschock, weil Ursus ist halt Bär auf Lateinisch. Von daher. Na, aber er hat nur gesagt, dass es seltsam ist, dass es hier in diesem Spiel so heißt, weil selbst. Ich glaube, hier ist einfach viel zu viel eben halt direkt übersetzt worden. Ja. Das ist leider der Fehler in vielen Spielen. Sie übersetzen einfach viel zu genau manchmal. Ja, definitiv. Von daher, ich nenne es ja auch die ganze Zeit immer Ursus-Schock und nicht Bärenschock. Von daher. Ich finde, der Ursus-Schock klingt auch viel cooler irgendwo. So, Sieg. Könnte nicht theoretisch Law einen Arm von dem anderen nehmen und mit seiner Frucht an Shanks ranoperieren? Theoretisch ja. Dann hat aber der andere einen Arm weniger. Das stimmt. Aber ja, das wäre auch mal interessant, ne? Oh, hier ist noch ein bisschen Geld. Irgendeine mal Münze noch? Nee. Oh, da ist noch ein bisschen mehr Geld.
So, haben wir es geschafft? Na sicher dat. Warum hast du eigentlich die ganzen Kisten nicht aufgemacht? Ich konnte nicht mehr angreifen. Ach so. Sobald einmal da Sieg stand, kannst du nichts mehr machen, außer rumlaufen. Ah, okay. Das war auch der Grund, warum ich in einer Mission ganz am Ende die geheimen Truhen nicht mehr holen konnte, in meinem normalen Let's Play. Okay. Okay, gute Nacht, Falkengirl. Gute Nacht. Da stand ich einfach nur vor der Truhe und konnte sie nicht aufmachen. Und dachte, fick dich, Spiel. So, Level 38. Also ich muss sagen, das Leveln geht auch gut voran. Also ich werde wahrscheinlich Kusan während des Let's Plays nicht mehr benutzen. Vielleicht ganz am Ende nochmal oder so. Aber ich kann zumindest jetzt so jeden einzelnen Charakter immerhin bis zu Level 38 hochleveln. Zurzeit noch. So, wir sind bei 297 Münzen. Und wir haben ein neues Bingo. Oh, nice. Und zwar die... Ah, das ist auch eine interessante Kombo. Oh, ich sehe gerade ganz unten... Du siehst es vielleicht auf der Liste. Bingo 8, diese Kombo-Verbesserung, ne? Ja. Das ist Ice Age. Bei Akusan. Das ist dann mehr Schaden, oder was bedeutet das? Dann macht die mehr Schaden, ja. Oh, nice. Was mir dafür fehlt, ist noch das Pornoglyph und die Sunny. In Silber. Ja, dann viel Glück. Auf welchem Level die bei Paradox 1 sind, das weiß ich schon gar nicht mehr. Paradox 1 ist schon so lange her. Da ist das Pornoglyph in Silber. Da ist die Sunny in Silber. Wenn ich die beiden Missionen noch mache, habe ich das. Oh, ja. Dann mach doch mal. Nein, ich kann Kusa nicht benutzen. Okay. Bär, du bist dran. Nee, Moment. Ich wollte Falkenauge benutzen. Warum? Die Leute haben gesagt, ich soll Falkenauge benutzen. Ach so, okay. Hat gerade ein bisschen Geld gekostet. Ja, passt. Ach, die müssen wahrscheinlich jetzt auch die ganzen Münzen erst geben und so. So, die Leute wollten Falkenauge gesehen. Wir zeigen ihnen Falkenauge. Welche Pokémon-Edition ist eigentlich eure Lieblingsedition? X. Moment kurz, ich muss mal einen Stuhl nochmal hier richtig machen. So. Schwer zu sagen. Ich würde, glaube ich, irgendwo zwischen Schwarz-Weiß und XY schwanken. Wobei, doch, ich glaube, ich würde eher Richtung XY gehen. Ja, ich bin definitiv auf X. So, beschütze Nami. Ach ja, wir müssen den ganzen Weg dahin laufen jetzt erst einmal. So, Münzen auswählen. Ja, komm. Dann machen wir nochmal alles neu hier drin. Auch wenn ich mittlerweile wahrscheinlich schon sehr viel bessere Sachen machen könnte. Zum Beispiel habe ich gerade gemerkt, ich habe die Gitarre schon mittlerweile auf Silber und nicht mehr auf Bronze. Kann ich das mal eben hier verändern. So, wo haben wir denn den Brook? Da. Dann den... Was? Ach so! Brook ist in Hancock verknallt. Okay, das macht Sinn. Moment mal, heißt das, wenn ich jetzt Frankie dahin packe, wäre auch in sie verknallt? Wow. Ja. Das ist interessant. Sie hat allgemein einfach mit jedem Mann quasi so einen Effekt. Was ist mit Sanji? Sanji, ja. Auch. Alle. Das ist interessant. Das hat auch 27. Ne, Moment, das ist mehr. Ich habe früher nur 25 Sterne da oben gehabt. Jetzt habe ich 27. Mhm. Das ist wahrscheinlich wegen der Gitarre allein. So, schauen wir mal, was ich hier jetzt machen kann. Da haben wir 11. Jetzt muss ich irgendwas noch mit Ruffy verbinden. Ne, Moment. Andersrum. Hier kommt Salome hin. Ich hoffe mal, ich habe noch eine andere Hancock. Ich habe nur Gold-Hancock. Was rede ich denn da? Und da kommt jetzt Ruffy hin. Und da kommt jetzt Fleisch hin. Und da kam jetzt... Ich habe noch ein Fleisch. Okay. Nee. Hast du kein Gold-Ruffy? Ah, Moment. Ich habe das da gerade rausgenommen. Deswegen. Moment. Nein. Was tue ich da? So. Bleib du dort. So, und du kommst dahin. So. Nein. Was zur Hölle? Du kommst dahin. Ja, ich habe mich gerade selbst verwirrt. Was habe ich denn jetzt da genommen? Ach, ich habe einen anderen Ruffy hier reingetan. Das war das. Der auch auf das Fleisch abfährt. Nee. So. So. Und da kommt jetzt ein Ruffy hin. Irgendwo habe ich doch noch einen Ruffy. Ja, ich habe mich gerade selbst verwirrt. So, 28 Sterne. Ist ein bisschen mehr geworden. Oh, meine Güte. Irgendwann schlage ich mich noch selbst hier vor Verwirrung. Du verwirrst mich ja jetzt schon. Ja. Oh. Sanji haben wir mit Verteidigungsattribut.
Das ist interessant. So, irgendwo haben wir doch sicher noch eine Nami. Wo habe ich noch eine Nami? Eine goldene, glaube ich. Da. Und da. Mal sehen, was ist denn das höchste Jinbei? 28. Jo, wir haben auf jeden Fall schon sehr viel mehr als vorher jetzt.